Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Das Mikro steht heute ein bisschen anders. Deswegen gucke ich auch so leicht drüber. Irgendwie ist mir gestern das Plastikgewinde an dem Schwenkarm abgegangen. Und deswegen steht es jetzt erstmal so links neben mir an einem Samson-Tischhalter. Ja, vom Soundausschlag sieht es aber ganz gut aus. Also ist jetzt nicht mega laut, das ist noch nicht im roten Bereich, aber es sollte eigentlich laut genug sein. Umso näher ich rangehe, umso besser wird das natürlich mit dem Sound. Ich überlege, vielleicht stelle ich es noch vor mich. Das könnte man machen, dass man das so vor sich stellt, aber dann ist die Tastatur wieder direkt mit drin. Und bei Benny zu Hause habe ich gesehen, ist das Mikro ja sozusagen zwischen ihm selber und der Tastatur. Also direkt unter ihm sozusagen, hier unterm Kinn. Ja. Es ist Samstag, der 19.05.2018 um 10.12 Uhr. In 2,5 Stunden fährt mein Zug nach Rügen. 11 Uhr, ne, warte mal, in 1,5 Stunden. 10.12 Uhr, 11.12 Uhr, 11.45 Uhr, irgendwie sowas. Ja, 1,5 Stunden, nicht 2,5. Bis dahin muss ich zum Hauptbahnhof gekommen sein und vorher nochmal kurz bei der Post vorbei und vielleicht noch ein bisschen Bargeld abholen, weil auf Rügen ist es so, dass viele, zumindest Restaurants und Cafés und so weiter, immer noch auf Barzahlung setzen. Die haben keine Kartenzahlung im Angebot. Und ich würde sehr, sehr gerne dieses Wochenende in diesen Milchladen fahren. Und das bedeutet, dass ich Bargeld brauche. Wobei ich schätze, dass die Montag zu haben, weil da ja Feiertag ist. Gucke ich gleich nochmal im Internet. Wir schauen mal. Ja, also wie gesagt, wir sind Geld holen zur Post und dann ab in den Zug. Und 3 Stunden 45 später bin ich dann auf Rügen und dort werde ich dann ein paar Tage bei der Familie verweilen. Heute Abend ist Grillen angesagt, geht schon richtig gut los, ne? Vom verfressenen Berlin rauf aufs vergrillte Rügen. Freue ich mich riesig drauf. Ich habe dieses Jahr noch nicht gegrillt, von daher wird das, glaube ich, ganz schön. Und jetzt habe ich wieder in die Haare gefasst und jedes Mal, wenn ich das tue, denke ich jetzt an Sparrow. Also nicht so, sondern halt, ich denke an Sparrow, weil der dann wieder seine Strichliste führt. Ja, nee, wie gesagt, grillen heute Abend. Mal gucken, was wir morgen machen. Morgen ist Sonntag und am Montag geht es ja schon wieder zurück. Also 2, 2,5, 3 ruhige Tage auf der Insel Rügen, ja. Ja, ansonsten mal gucken, ob Benny am Wochenende hier ist zum Zocken. Wobei er muss, glaube ich, arbeiten. Mal gucken, ob Stefan hier ist zum Wohnen. Und ja, mehr ist eigentlich nicht zu erzählen. Ich habe Dienstag auch noch einen Urlaubstag genommen, das heißt, ich habe nächste Woche nur 3 Arbeitstage und jetzt ein paar ruhige Tage sozusagen frei. Zocken und Stream ist natürlich dann nicht das Wochenende, erst am Montagabend schätze ich mal wieder. Also wundert euch nicht, aber ich glaube, der Enno wird euch mit dem einen oder anderen Stream versorgen. Und es gibt ja noch ein paar Leute mehr, die ihr auf Twitch kennt, außer uns, auch wenn ihr uns wahrscheinlich sehr, sehr, sehr vermissen werdet. Benny wahrscheinlich am meisten, der ist ja irgendwie am Dienstag war er, glaube ich, das letzte Mal live und mal gucken, wann er wieder live geht. Aber damit, dass der Mai ja so langsam vorbeigeht, wir haben jetzt den 19. noch 11 Tage, dann ist Ende oder 12, weil es gibt ja, glaube ich, den 31.05. Dann ist ja die Telekom am Start und dann kann er wieder öfter streamen. Ja. So, also dann würde ich mal sagen, warum habe ich jetzt die Socke über meiner Hand? Keine Ahnung. Wünsche ich euch ein schönes, langes Wochenende. Habt eine schöne Zeit. Wir lesen uns irgendwie, irgendwo, Facebook, WhatsApp, Discord und was auch immer. Und ich wünsche euch, wie gesagt, ein erholsames Wochenende und freue mich schon darauf, euch bald wieder bei einem Spiele-Stream begrüßen zu können. Und die nächsten 2 Vlogs, also Sonntag und Montag, werde ich von Rügen aus machen über meinen Tablet. So ist das geplant zumindest. Also dann. Bis bald. Tschüss.